Tirols Feuerwehren öffneten am vergangenen Samstag ihre Gerätehäuser. So lud auch die Freiwillige Feuerwehr Mirming zu einer langen Nacht der Feuerwehr in die Feuerwehrhalle Mirming ein. Es geht das vom Bundesfeuerwehrverband. Der feiert Feuerwehrs 140-jährige Bestandsjubiläum. Hat die ganzen Feuerwehren im ganzen Land Tirol eingeladen, sich daran zu beteiligen, eben in Form einer langen Nacht der Feuerwehr, die wo es am heutigen Tag zwischen 17 und Mitternacht stattfindet. Die thematischen Schwerpunkte der langen Nacht der Feuerwehr waren Jugend in der Feuerwehr, Freiwilligkeit und Professionalität. Das Programm war sehr vielfältig. Die Besucherinnen und Besucher konnten die Fahrzeuge und Geräte besichtigen, einer Vorführung in erster Löschhilfe bei einem Fettbrand beiwohnen und den Feuerwehrleuten bei der Bergung von zwei Personen bei einem fiktiven Schauverkehrsunfall über die Schulter schauen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das machen dürfen und dass wir das an die Leute näher bringen können, das Ganze. Wichtig ist es hauptsächlich für die Jugend, sage ich mal, weil natürlich die Freiwillige Feuerwehr sollte wieder weitergeführt werden. Es sind die Jungen ganz wichtig und in der probieren wir natürlich das Ganze näher zu bringen und vorzustellen. Feuerwehrauto. Jetzt fahren wir mit dem Feuerwehrauto. Jetzt fahren wir. Für die Kinder war es ein Riesenabenteuer. Und nochmal ganz ehrlich, wer hätte nicht schon immer mit einem Feuerwehrauto mitfahren wollen? Wie schon aus der Bezeichnung hervorgeht, setzt sich die Freiwillige Feuerwehr Mirming aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. Es sind die Menschen von nebenan, die Nachbarn, die in ihrer Freizeit den Dienst am nächsten versehen. Andreas Kramer, Hauptfeuerwehrmann. Dulding Markus, Löschmeister. Wolfgang Schatz, Oberverwalter. Peter Fritz, Oberverwalter. Ich bin der Alexander Sagmeister, Kommandant Stellvertreter bei der Feuerwehr Mirming. Es ist sehr viel Ausbildung notwendig, um einerseits die Einsätze richtig beurteilen und analysieren zu können und andererseits die hochtechnisierten Geräte ordnungsgemäß bedienen zu können. Die notwendige und zeitaufwendige Ausbildung absolvieren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mirming in ihrer Freizeit, in ihrer Urlaubszeit. Die aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr ist eine gesellschaftliche Aufgabe und für Gemeinde und die Gemeinschaft von höchster Bedeutung. Wir haben einige Feuerwehrleute gefragt, was für sie ganz persönlich das Wort Feuerwehr bedeutet. Eine Lebenseinstellung. Sicherheit. Gemeinschaft. Retten. Bergen. Löschen. Demut. Gemeinschaft. Kameradschaft. Helfen. Emotion. Genug geredet. Jetzt lassen wir die Bilder für sich sprechen. Jetzt muss ich noch weiter tun. Mit dieser ersten Vorführung. Das ist der unbeliebteste Brand, sagen wir mal, in einer Küche. Der Fettbrand, was man nie tun sollte, und das werden wir Ihnen jetzt zeigen, ist jetzt ein Fettbrand mit Wasser zu löschen.
Also schaut gut so wie Rache. Ja, da ist ein Bull, schon. Ah, und wo muss man bei so Brände im Freien sitzen, ja? Also, das ist Das ist ein Bull, Fahrzeug gegen umkippen. Ich wollte jetzt auch gleich rein und macht der Lief. Das ist natürlich die ganze Zeit, was jetzt da im Einsatz sein, nicht dasselbe. Einfach um das Fahrzeug zu stabilisieren. Und in der Zwischenzeit sehen wir da die Hebelkissen. Die gibt es in verschiedenen Größen, was hergerichtet wird, um eben das Fahrzeug noch anzuheben. Die, was dann unter Bauern hergehoben werden. Das heißt jetzt, die Hebelkissen, die was mit Luft gefüllt werden. Hoffentlich kann man es gut. Das Auto hat sich jetzt ungefähr 15 cm in die Luft gehetzt. In der Zwischenzeit ist direkt reingetroffen. Jetzt wird zuerst mal die ganze Gerätschaft hergerichtet. Wird die Scheibe zerschlagen und aus dem Fahrzeug rausgenommen. Der erste Schritt ist schon mal die Türöffnung. Als man zum Patienten zurückgeht, einen besseren Zugang hat. Hier jetzt auch. Achtung! Angst, man hat einmal beengte Sicht, man kriegt fast gar nichts mehr mit. Ein Haufen Leute springen um und um und um. Man bekommt mit, wie die ganzen Gerätschaften arbeiten. Das Auto bewegt um. Es war ein total tolles Gefühl, dass sofort jemand bei ihm war und zudem hat einen Helm gegeben hat. Und es ist ein Wahnsinn, dass Leute ihre Freizeit opfern und dann helfen, aus so einer Not, aus einer misslichen Situation rauszukommen. Bis doch weg, wo wir nicht forschen können, dass der Söhne Geräusche zustande kommen. Und ich habe jetzt gar keine Schmerzen gehabt, wie jetzt jemand, der was wirklich einen Unfall gebaut hat. Ich bin jetzt nur als Person drinnen gesessen, die was die andere Seite kennt und noch nie den mitgemacht hat. Also ein Wahnsinnserlebnis und ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung machen habe dürfen.